Salam Aleikum und herzlich willkommen heute unterwegs in Mahmutlar auf der Barbarostraße. Ich krieg da ein Päckchen, ne, mehrere Päckchen. Ein paar Päckchen kriege ich, die möchte ich jetzt abholen. Und heute ist Nationalfeiertag, türkischer Nationalfeiertag. Mal gucken, ob die da offen haben. Ich spekuliere mal damit, dass sie trotzdem offen haben. Weil Mahmutlar eben, ne, und keine Bank oder sonst was. Aber gucken wir mal. So sieht übrigens die Barbarostraße aus. Machen wir mal das Handy von aus. Sup. So, viel los hier am Feiertag. Ich suche jetzt den Juwelier Chanka. Das ist nämlich so ein Punkt, wo man seine Bestellungen abholen kann. Hab da was bei Trendyol bestellt. Ich habe mir eingebildet, dass ich das Geschäft hier jetzt gesehen habe beim Vorbeifahren. Aber war wohl nur eine Einbildung. Vielleicht gegenüber irgendwo, oder? So, ich glaube, dieser Juwelier da vorne ist es. Der muss es sein. Gucken wir mal. Der heißt aber anders. Hoffen wir mal, dass es der ist. Ja, der Juwelier war es nicht. Ich habe blöderweise über Google Maps habe ich mich dorthin lotsen lassen, aber auf Google Maps ist die Adresse falsch. Jetzt habe ich es über die App probiert. Gucken wir mal, ob wir jetzt den Juwelier dort finden. So, dieses Geschäft muss es sein. Ich denke, ich habe es gefunden. Hoffen wir mal. Gucken wir mal. Fragen wir mal. Da wird man übrigens überwacht. Wir leben Autos. Also, jetzt habe ich hier einmal so ein Hartschalen-Cover für mein MacBook. Und das haben mir da irgendwie da dazu geklatscht. Was ist denn das? Für ein Ladekabel. Schmuck. Oder irgend sowas. Accessoire, ach, so ein schöner goldiger Sonnenuntergang. Yeah. So sieht das Ganze übrigens aus. Zur Party, Republiksparty. So sieht das Ganze dann aus. Da vorne versammeln sich schon die ersten. Ich dachte schon, ich werde mich verspäten, aber doch rechtzeitig geschafft, also noch 10 Minuten und in 10 Minuten geht es dann los. Dankeschön. Güzel ama. Yoldan tarafınız halkı oraya alalım. Rica ediyoruz. Çünkü korteji oluşturacağız. Birazdan yürüyüşe geçeceğiz. So, jetzt geht der Marsch los. Wer das Video vom letzten Jahr gesehen hat, da habe ich ja im Video gesagt, dass da auch ein paar Ukrainer und Russen mitfeiern. Und dieses Jahr hatten sie sogar Türkei-Fahnen in den Händen. Und ja, allein ist hier mein Ort voller Patrioten. Ich denke mal, da lässt man sich dann gerne mal anstecken. Gut, ich gehe da so ein bisschen mit. Die ganze Stunde werde ich da nicht mitgehen. Gut, gut? Gut, ja, alles gut, alles gut. Alles gut, super. Ich glaube, Deutsch-Türke, ja? Deutsch-Türke eher.